ohne humane Jagd gibt es auch kein Wildfleisch, kein Wildbrett in der Küche. Ich bin der Mario Salis, bin 59, Regionenchef der Kantonspolizei, zuständig für Engadin und bin momentan auf der Jagd im Unterengadin, weg vom Computer, weg von Zivilisation, in einer Alphütte. Eine Eigenschaft von der Bündner Hochjagd ist außerdem, dass wir Jäger alles erlaufen müssen. Wir dürfen mit dem Privatwagen oder mit dem öffentlichen Verkehr fahren bis zur letzten Posthaltestelle und von dort wird gelaufen. Wenn ich im Ansitz hocke, dann bin ich sehr konzentriert, weil man muss jede Bewegung muss man eigentlich mitmachen. Plötzlich bewegt sich links etwas, rechts mit in den Leg führen. Wenn es wild austritt, dann musst du dann auch bereit sein, dann musst du es ansprechen und dann möglichst rassig schiessen. Die Jagd ist heutzutage sicher notwendig, wie auch schon früher, um in der Natur einen Ausgleich zu schaffen.